Viele dieser Lehramtsstudenten werden später Beamte. Das bedeutet in Bayern ein Wechsel in die private Krankenversicherung. Wer bei Versicherungsbeginn als vorerkrankt gilt, für den kann es da aber teurer werden, um bis zu 30%. Dann lieber keine Psychotherapie oder andere notwendige Behandlungen. So berichten Studenten. Ein unmöglicher Zustand, finden Abgeordnete der SPD im Bayerischen Landtag. Ich würde eher dafür sein, dass man den Menschen eine Hilfestellung gibt, damit sie den Beruf letztendlich auch gut erfüllen können. Es kann nicht der Weg sein, dass wir sagen, du musst auf jeden Fall durchhalten, sei gesund am Anfang oder spiel gesund, ja, damit du hier in Bayern Beamter werden kannst. In einigen Bundesländern können sich Beamte auch bei einer gesetzlichen Kasse versichern. Dort gibt es den sogenannten Risikozuschlag nicht. Diese Wahlfreiheit für Beamte will auch die bayerische SPD. Ihr letzter Antrag 2018 fand aber keine Mehrheit im Bayerischen Landtag. Richtig so, sagt die Staatsregierung, genauso der Bayerische Beamtenbund. Wir plädieren für die Beibehaltung des bestehenden Systems. Wir sind davon überzeugt, dass dieses System bestehend aus Beihilfe und privater Krankenversicherung ein Teil des Berufsbeamtentums darstellt und dass es letztendlich auch ein Attraktivitätsbaustein ist für die Verbeamtung oder für die Beamtenschaft. Seit 1. Januar hat Sachsen als 7. Bundesland die Wahlfreiheit bei der Krankenversicherung für Beamte eingeführt. Jetzt hat die Landtags-SPD beschlossen, einen neuen Anlauf für ihre Gesetzesinitiative zu starten.